Moin Moin Lottis und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Genau, heute gibt es ein paar Infos zu ein paar kleinen Updates, die es in Wildwoods gab. Und die sind nämlich mit dem Mittwochs-Update gekommen. Und ja, es ist wirklich einiges mit dem Mittwochs-Update gekommen. Ich hatte ja letztens schon das Video mit den Isländern gemacht. Und ja, das ist ein Mittwochs-Update mit vielen versteckten Änderungen. Und ich kann euch schon mal sagen, das hat auch was mit den Nachträdern zu tun. Und ja. Dann, wir fangen jetzt mal hier an. Hier sehen wir nämlich ein paar kleine Wichtel, die gerade irgendwie Wildwoods unsicher machen. Auf diesem Bild. Oder im Spiel. Also wir sehen ja hier, das hat hier irgendwie eine Möhre in der Hand. Pilze, Gräser, so ein Horn wie von den Kriegern. Der hier hat irgendwie nichts in der Hand. Und hinten haben sie halt auch noch so Rucksäcke drauf, wie man sieht. Und dann sind verschiedene Sachen eben drin. Und ja, wahrscheinlich, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann vielleicht sowas gibt, wo man dann so hier Pilze in Wildwood sammeln muss. Oder so Gräser und sowas halt. Genau, das wäre meine Vermutung, dass man die dann sammeln muss und dann das eintauschen muss, also so ein bisschen wie Archäologie oder sowas. Genau, das wäre meine Idee für diese kleinen Wichtel. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Update, das noch ein bisschen brisanter ist. Genau, hier sind wir bei Garrys Lager und genau, von hier aus geht es ja in so einen kleinen Geheimbereich und da gab es dann noch mal ein kleines Update. Und zwar sehen wir jetzt, das sieht schon sehr viel großräumiger weiter aus. Also vorangeschritten, ich finde auch das mit diesen Pilzen auf dem Boden, die so in Kreisform sind, das sieht schon so cool aus. Und in der Mitte sehen wir ja diese Runensteine, die da zerbrochen sind. Ich finde, das deutet schon darauf hin, vielleicht könnte hier sogar sowas mit den Nachtreitern sein, weil zerbrochene Runensteine so ein bisschen so. Das könnte irgendwie dazu passen, finde ich. Genau, und diese Person da oben, dieses NPC, das da oben steht, das gucken wir uns jetzt noch an. Genau, und wir reiten jetzt noch mal zu diesem NPC. Boah, NPC. Ich kann echt nicht mehr reden. Los geht's. Genau, wir sind jetzt endlich da, nach einem recht beschwerlichen Aufstieg. Genau, das ist immer recht kompliziert, hier hochzukommen. Aber jetzt haben wir hier auch unseren entsprechenden, ja, ich würde es mal nennen, Lohn. Ich denke mal, wir gucken uns das Ganze mal im Fotomode an. Also, wir haben hier die Sabine von den Nachtreitern und es ist sehr gut möglich, dass sie dann so aussehen wird. Genau, wir gucken uns einmal das Gesicht noch an. Ich mache mal kurz noch was anderes, dass wir eh schon näher dran sind. So, ein Vögelchen kommt mal in die Tasche. So,
Jetzt können wir uns das nämlich noch etwas besser anschauen. Also hier haben wir diesen Kopf, also das Gesicht. Ich finde das auf jeden Fall sehr cool mit diesen Narben hier. Das sieht, finde ich, richtig krass aus. Auch, dass die Lippen so recht dunkel sind und so. Auch diese stechenden Augen in so einem rot-braun Ton finde ich gut. Mit den Augenbrauen auch. Man sieht auch so eine richtige Stirnhervorhebung teilweise. Also, es ist wirklich gut gelungen, finde ich. Die Haare sind auch recht strähnig. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass die, ich zeige es euch einmal, hier hinten irgendwie so zusammengepappt sind. Weil man könnte sie halt, ich finde, es passt gut, dass sie die nicht offen trägt. Man könnte sowas machen, dass sie zum Beispiel einen geflochtenen Zopf hat. Sowas. Wie ihr Pferdchen. Das ist ja ein Friese. Ich mach mal kurz wieder ein bisschen weniger Entfernung. Und zwar haben wir hier den Friesen, den schwarzen, mit so roten Augen. Dieses rot-goldene Outfit, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also, ich finde, sie ist halt so ein bisschen klobig geworden. Irgendwie wirkte sie vorher etwas so zynischer und jetzt wirkt sie noch mehr wie halt so eine Kriegerin. Also nicht negativ gemeint, aber irgendwie ist es so ein bisschen other Personality verändert. Also hier hat sie ja jetzt richtig starke Muskeln und so. Ja. Genau. Also die auch schwarzen Nagellack. So kleine Details halt. Finde ich echt cool. Also auch das Ohr zum Beispiel, das finde ich gut gelungen. So kleine Details, die halt dann doch viel ausmachen häufig. Genau, und hier steht sie. Irgendwie sieht das komisch aus mit dem Friesen, mit dem Schweif. Aber ja, jetzt kommen wir nochmal zu ein paar Theorien, was dort hier hinkommen könnte. Also wir sehen hier auch so eine, ja, ich würde das mal fast schon als Brücke bezeichnen, die da runtergeht. Ich finde, das sieht sehr interessant aus. Also, ich kann mir vorstellen, also, ihr könnt ja mal angucken, wo wir hier gerade sind. Ich bin gerade kurz vor einem unbelegten Gebiet sozusagen. Und in diesem Gebiet, ja, was wird da wohl sein? Also, es ist, denke ich mal, so, dass wir damit rechnen können, dass dann eben hierhin eine Nachtreiter-Quest kommt. Und in der werden wir vielleicht auch in ein neues Gebiet müssen, könnte ich mir vorstellen. Ein Teil von Wildwoods. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Nachtreiter-Quest hier ist, weil eben hier war. Stürz ab! Ja, puh, ich hab's geschafft, okay. Ja. Hier ist es ja so, Wildwoods ist grün, das ist quasi die grüne Lunge Jorviks. Wenn wir uns das mal hier schön anschauen, es ist ganz viel grün hier und so. Und ja, ich denke, das ist quasi ein Punkt, an dem sie das Gleichgewicht Jorviks angreifen wollen oder so. Könnte ich mir jedenfalls so vorstellen. Und ja, das wäre so eine Idee, warum die hier stattfindet. Und dort könnte man ja sowas machen, dass man dort einen Eingang dann frei macht, indem man diesen Teil von Wildwoods käme und so. Genau. Also da gibt es einiges, was da hinkommen könnte. Und ich denke mal, wir können uns echt freuen auf Nachtreiter. Wir wissen natürlich noch nicht, wann sie kommen. Also es kann November sein. Es kann Dezember sein, es kann Januar sein. Aber klar ist jetzt, sie werden wirklich kommen und das jetzt nicht erst in 2 Jahren. Und ja, genau. Das war's jetzt, was ich euch gerne mitteilen wollte. Genau. Wenn ihr solche Spoiler-Videos mögt und so, schreibt das gerne mal in die Kommis, ob ich das noch ein bisschen öfter machen soll. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.